Herr Küppersbusch, finden Sie die Berichterstattung der ARD über den Ukraine-Krieg fair und ausgewogen? Ja. Ich bin's, euer UNESCO-Weltfrisurerbe. Und das ist noch nicht die einzige Überraschung. Der moderne Tanz, also ungefähr das hier, zählt künftig zum immateriellen Kulturbeutel der Menschheit. Aus irgendwelchen Gründen wird dieser Tanz Deutschland zugerechnet, wo man allerdings wieder mal bekümmert feststellt, Frankreich hat wieder den längsten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, unser Funky Mariechen, feiert trotzdem die Entscheidung der UNESCO. Das sei ein wichtiger Schritt. Den zweiten übt sie hier gerade noch. Als nächstes will die Grüne den Leo II mit der blau-weißen Raute bepinseln lassen. Kulturdenkmal im Nuklearkrieg bitte verschonen. Und Weltkulturerbe beantragen für die deutsche Formulierung. Aber die Arbeitsplätze. Elon Musk will Chips in die Köpfe hochstehender, schon menschenähnlicher Lebewesen verpflanzen. Knusper, knabber, knackig, frisch. Geht doch. Oder dem Affen Zucker geben. Forsch, forsch, der Dorsch. Seit Jahren an der Schnittstelle Hirn-Computer. Beziehungsweise ein ziemlich holpriger Prototyp eines Elon Musk-Roboters behauptet jedes Jahr, nächstes Jahr wäre es soweit. Gerade wieder, oder wie wir Computer-Nerds sagen, auf ihrem PC ist ein Problem aufgetreten. Es heißt Elon Musk. Probably in about 6 months we should be able to have our first neural link in a human. Noch jubelt eine womöglich noch nicht ferngesteuerte Klacke oder Clique oder bei Musks Firma Neuralink. Die Verheißung, nachdem man Mäuse, Schweine und Affen so in Häcksler geworfen hat, hat sich überraschend herausgestellt, Querschnittslähmung, gar nicht mal so gut. Das Problem, anders als alle anderen wachsen Rückenmarksnerven nicht von allein wieder zusammen. Deshalb experimentiert die Wissenschaft seit Jahrzehnten mit Wachstumsmitteln, Elektroimpulsen oder künstlichen Nerven. Bingo, denn Nerven wie Drahtseile hat natürlich auch unser Elon. Wenn er verspricht. Mit den Schnittstellen will Musk neurologische Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz und Rückenmarksverletzungen heilen. Ja, außerdem werden wir uns alle einen USB-Stick an die Omme löten, Mathe-Klausur hochladen und was sich die dicke Billardkugel in unserem Kopf so über Nacht zusammenrumpumpelt, am nächsten Morgen teuer bei Pornhub verkauft. Hirn schon mal voraus, ahnt, wie lieb ihr eines Tages plötzlich, ohne dass ihr es recht erklären könnt, Elon Musk haben werdet und denkt es in die Kommentare. Und nun in eigener Sache, solange das noch geht. Ihr Naseweisen, ihr Schelmenpack. Ihr geht uns dermaßen auf den Sack. Egal, wie schlau man hier auch strickt, am Ende wird man nur geklickt, wenn man bekleidet oder nackt die Baerbock auf das Thumbnail packt. Ob ich enthülle, ob ich scherze, am Ende passt wie Arsch auf Kerze das Elixier, das altbekannte Foto von der grünen Tante. Drum sagen wir zur Weihnachtszeit, voll Bock auf Bär, es ist soweit. Meine Kinder, alle Kinder in diesem Land, unsere Kinder, unsere Enkel. Und das nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter, weil Kinder brauchen Kinder. Es gibt Kinder, die fangen beim Regen in der Kita an zu heulen, weil sie glauben, die Kita wird jetzt wieder zerstört. Kinder wachsen ganz normal damit auf. Meine zweite Tochter wurde gerade eingeschult. Kinder hatten wir vorhin für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Ein Frevler, der zur Weihnachtszeit da nicht macht, Herz und Arme breit und birgt die Mutter der Nation und freut sich auch auf diesen Ton. In dieser schwierigen Abwägung, dass wir mehr europäische Rüstungskooperation wollen und brauchen, weil ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und Lisa dann keine Mittel mehr hat für die Kinder, die sie dringend braucht. Hört ihr? So spricht die Weihnachtsfrau. Zum Friedensfest sagt sie genau, was schon die Alten damals wussten, sollen sich die Menschen doch wegpusten, wenn es der deutschen Jugend frommt. Ist's recht, wenn Tod aus Deutschland kommt. Advent, Advent, zur Weihnachtszeit gibt's diesmal toxische Weiblichkeit. Frohes Fest. Und ein lustiges Liedl! Mit kalte Finger. Thank you.
Alles Gute und die Route.